Also, das ist, das muss ich sagen, ich bin der Niklaus Weiss von der Sagistrasse 20 in Zug, wo ich jetzt, oder? Da habe ich schon die ersten zwei Fragen beantwortet. Und, vor 66,5 Jahren, am 1. April 1951, haben sie mich auf die Welt gestellt. Da habe ich meinen ersten Schrei gemacht im Liebfrauenhofspital, in Zug, wo es heute nicht mehr gibt. Aber der 1. April, da glaubt man auch nie etwas, das wissen Sie doch. Also gibt es mich gar nicht. Ja, wenn mein Leben ein Buch wäre, wäre die Seite, wo die Kindheit drauf steht, vielleicht ganz ein Haufen von denen einfach schwarz. Ich bin eben anders als die anderen. Das ist nicht jedermanns Sache. Schon die geistigen Fähigkeiten funktionieren ganz anders, als die Leute das gerne hätten. Aber darum haben die Leute, die Eltern gemeint, ich sei geistig behindert. Und die Leute in der Schule, die haben auch nicht können anfangen mit mir. Ja. Oder wenn sie einem Menschen, einem Kind immer noch sagen, das kannst du nicht und so, dann machen sie aus dem intelligentesten Menschen einen Schumpel. Das ist ja so. Sie machen ihn kaputt. Ja, die haben natürlich alle eine abgeschlossene Berufsbildung. Nur ich nicht. Mir haben sie gesagt, ich könnte keinen Beruf lernen. Ja, ich habe in den folgenden Jahren habe ich eigentlich erst die richtige geistige Fähigkeit, der Hauptteil der geistigen Fähigkeiten erst richtig entdeckt. Oder ich habe dann ja auch 1981 den ersten Computer gekauft und gelernt programmieren. Und ich habe einen Fernkurs gemacht mit Mathematik und Geometrie, wo man bis in die Integral- und Differentialrechnung und von alles durchgenommen und ich habe alles verstanden. Da habe ich einfach gemerkt, mit dem behinderten Märchen kann etwas nicht stimmen. Ich habe also meinen Beruf sogar selber erfunden, als ich den doch noch gelernt habe. Alles selber beibringen. Das ganze Elektrik und Elektronikzeug und Informatik und was ich alles sonst noch weiss. Also ich habe herausgefunden, das heisst sie Nostalgiegeräte-Reparaturtechniker. Das ist doch ein schönes langes Wort. Kann man nur in der deutschen Sprache so schöne lange Wörter machen. Muss man fast Bindestrich hineinmachen. Nostalgie, Bindestrich, Geräte, Bindestrich, Reparatur, Bindestrich, Techniker. Guten Tag, Frau Gerber, hier ist Weiss. Es geht, glaube ich, um eine Musikbox. Genau, genau, so ist es. Ich muss mal schauen, ob ich Ihre Adresse gerade so herausfinden kann. Wissen Sie mir anhand von der Telefonnummer, wenn Sie im Telefonbuch sind, geht das? Ja, sollte eigentlich sein. Ich muss nur schauen, einen Augenblick. Jawohl. Dann haben wir ja das sehr wichtig, dann müssen wir das nämlich nicht mehr akustisch durchbröseln. Okay, sehr gut. Aber jetzt kommt das andere noch dran. Mhm. Was für eine Musikbox möchten Sie zur Reparatur anmelden? Das wäre eine Rowe Ami. Sieht aus wie ein Wurlitzer. Der Laser dreht zwar zwei, drei Mal, aber... Moment, können Sie dranbleiben, bitte? Ja. Sie läuten sicher an wegen dem Flipper. Wegen dem Flipper, ja.
Kann ich Ihnen zurückrufen? Ich bin gerade mit jemand anderem am anderen Telefon. Ja, ich tue zurückrufen. Ah, mit zwei miteinander telefonieren, das geht meistens nicht so Nein, gut. das kommt nicht gut. Ich habe noch nie einen Service oder etwas machen. Es könnte aber sein, dass die Laseroptik könnte am Ende sein könnte. Das könnte man noch vorstellen. Aber ich schaue, dass man da etwas machen könnte. Ja, das ist lieb. Dankeschön. Das wäre super. Dankeschön, wieder schauen. Okay, danke. Ade, Herr merci. So, dann müssen wir den Auftrag zuerst fertig machen. Ja, wissen Sie, das sind eigentlich meine einzigen menschlichen Kontakte, die ich habe. Vielleicht noch der Geschäftskollege oder so, vielleicht. Mal wieder jemanden, den ich noch kennengelernt habe. Aber sonst. Ja. Das ist nicht so ein grosses Interesse an mir. Manchmal müsste man einen Zwillingsbruder haben, dann wäre doch noch praktisch. Dann hat man ein zweites Ich. Weißt du, eine richtige. Innige Freundschaft, das habe ich bis heute noch nicht gefunden. Viele Leute haben ja vom Aussehen von einem Menschen schon ein Vorurteil bilden. Dort hinten steht sie hinter dir. Traurig ist die Zeit, in der es schwieriger ist, ein Vorurteil zu zertrümmern als ein Atom. Das hat der Albert Einstein gesagt. Es ist eigentlich ein Bubentraum geworden. Ich als Bub immer wollte Fabrikdirektor und Erfinder werden. Und jetzt bin ich der Fabrikdirektor und erfinderische Begabungen habe ich auch. Der Film ist zu Ende, der Vorhang geht zu. Ja, ich muss doch schon etwas Gescheiteres sagen.